Die Welt ist im Ausnahmezustand, vereint im Kampf gegen das Coronavirus. Da muss improvisiert werden. Die Abfüllung auf der Rampe, die erinnert ja wirklich an eine Krise. Und wir sind in einer Krise, darum machen wir das. Wo das Virus ausbricht, fehlt vor allem Schutzkleidung. Die wird normalerweise preiswert in Asien produziert. Das fällt den Industrieländern jetzt auf die Füße. Denn die Nachfrage ist explodiert. Wir haben einen Bedarf von mehreren Milliarden Stück. Und deswegen stellt die Industrie ihre Produktion um, stellt selbst vor allem Gesichtsmasken her. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. In Textilbranche, Forschung oder Autoindustrie wird nun Schutzkleidung produziert für den Kampf gegen das Virus. Morgens in der größten Spirituosenabfüllanlage Europas. Hier in Wolfenbüttel in Niedersachsen laufen normalerweise täglich 700.000 Flaschen Kräuterlikör vom Band. Während der Corona-Krise wird nun aber ein anderer Schatz abgefüllt. Zurückgefüllt. Alkohol. 70%. Rein. Ohne Kräuter. Der Likörhersteller gibt seinen Alkohol zurück. Das Klinikum in Braunschweig ist an uns herangetreten und insbesondere an die Unternehmerfamilie Mast mit der Frage, ob es die Möglichkeit gäbe, dass wir mit Alkohol aushelfen, um Desinfektionsmittel herzustellen. Und wir haben eine begrenzte Lagerkapazität hier und wir haben dann gesagt, wir tun, was in unserer Macht steht, um eben dort zu helfen und spenden 50.000 Liter Alkohol an das Klinikum in Braunschweig. Rund 300.000 Liter Alkohol lagern auf dem Werksgelände in großen Edelstahltanks. Das reicht sonst für gut eine Woche Likörproduktion. Nun aber kommt der Alkohol nicht zu den Kräutern, sondern in große Kanister, die das Klinikum Braunschweig geschickt hat. Tausend Liter fasst ein Tank. Größte Gefahr beim Umfüllen? In der Luft könnte sich zu viel Alkohol sammeln. Ein Funken und alles würde explodieren. Zur selben Zeit in Berlin-Mitte. In der Krawattenmanufaktur Auerbach bespricht sich Geschäftsführer Jan-Henrik Schäper-Stuke mit seinem Team. Eigentlich hatte er Kurzarbeit angemeldet, weil in der Krise niemand mehr edle Krawatten, Schleifen oder Hosenträger kaufen wollte. Nun aber hat er die Produktion hochgefahren. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und ein Freund von mir rief mich an, der auch Modeunternehmer, Start-Upper, und sagte, was machst du mit deinen Näherinnen? Ich sage, ja, die sitzen zu Hause. Der Freund brachte den Auerbach-Chef auf die Idee, Mund-Nase-Masken zu fertigen. Know-how, Personal und Stoffe wären ja reichlich vorhanden. Normalerweise verwendet die Manufaktur Seide aus Italien für Krawatten oder Einstecktücher. Die ist aktuell aber schwer zu bekommen. Daher liefert nun ein Berliner Unternehmen Baumwolle. Welche Modelle Schneiderin Dagmar Hartmann näht, hängt davon ab, welche Muster ihr Chef bekommt. Zusätzlich zu den festen Näherinnen hat die Manufaktur sogar auch freie Näherinnen im Homeoffice angeheuert, um die Nachfrage zu bedienen. Dann habe ich unsere Näherinnen angerufen, habe gesagt, es ist möglich, dass wir einen Schnitt machen. Innerhalb von sagen wir mal, anderthalb Stunden hatten wir einen Schnitt. Eine Stunde später war die erste Maske gemacht. So, und dann haben wir es abends ins Internet gestellt und am nächsten Tag waren schon 60 Stück verkauft, nur weil wir ein bisschen was auf Instagram und Facebook gemacht haben. Naja, also der Bedarf war da, haben wir gesehen. Ähnlich die Lage ein paar hundert Kilometer weiter südlich. In der AW Kreativstickerei in Marktleugast in Bayern ist die Hauptsaison eigentlich gerade vorbei. Die Stickerei ist berühmt für ihre Karnevalsmützen. Jetzt aber herrscht an den Nähmaschinen Hochbetrieb, denn auch hier wurde die Produktion umgestellt auf Mund-Nase-Masken für Krankenhäuser und den Hausgebrauch. Aus der Not heraus haben wir umgestellt, wir haben die Kompetenz dazu und das Know-how. Unsere Näherinnen können die Behelfsmasken nähen, weil uns die anderen Aufträge alle weggebrochen sind und der Erfolg gibt uns jetzt eigentlich recht. Wer sich nicht rechtzeitig mit klinischen Schutzmasken eingedeckt hat, bestellt nun beim Schneider. Eine Maskenpflicht gibt es in Deutschland nur vereinzelt. Dennoch ist die Nachfrage riesig, weil immer mehr Menschen sich schützen wollen. Es gibt grob gesagt zwei Typen von Masken. Einmal den Mund-Nasen-Schutz, der ist vor allem auf Fremdschutz ausgerichtet. Dazu kursieren auch einige Nähanleitungen. Und es gibt die filtrierenden Halbmasken, die sind vor allem auf den Eigenschutz ausgerichtet.
Unternehmer Jörg Zimmer stellt beide Maskenarten her und hatte eher einen Engpass an Personal, als er beschloss, im Dreischichtbetrieb zu produzieren. Also suchte er und fand Mitarbeiter, die das Coronavirus von heute auf morgen arbeitslos gemacht hatte. Mein Beruf ist eigentlich Chemielaborantin, aber ich bin seit 12 Jahren selbstständige Taxenunternehmer, also Solounternehmerin. Und ja, mich hat die Krise natürlich voll erwischt. Eiskalt. Als ich dann gestern halt diesen Aufruf hörte, habe ich gedacht, ja, versuch's es mal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und es ist einfach super, jetzt zu wissen, am Ende des Monats ist wieder was auf dem Konto und ich habe erstmal Luft und kann mich also von dieser Angst, Existenzangst freimachen. Und ja, es geht mir einfach schon viel, viel besser, ne, damit. Ich bin selbstständige Friseurin. Ich habe einen kleinen Friseurbetrieb. Wir dürfen ja seit dem 21. März nicht mehr arbeiten. Und davor die Woche habe ich schon gezittert und habe gedacht, oh, jeden Tag morgen ist es bestimmt vorbei. Und ja, jetzt war ich 2,5 Wochen zu Hause und habe gedacht, so geht es irgendwie nicht weiter. Du musst was machen. Und heute bin ich hier. Gemeinsam gegen Covid-19. So steht es auf den T-Shirts in der Produktion. Die Hamburger Firma kennt sich aus mit technischen Textilien und Bauteilen rund ums Atmen, wartet zum Beispiel Sauerstoffflaschen und Atemregler fürs Tauchen. Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass seine Mitarbeiter alles bauen können, was industriell gefertigt werden kann. Also auch Atemschutzmasken. Deswegen räumt er das Tauchequipment zur Seite und funktioniert in den Raum für die Maskenproduktion um. Alles, was Sie hier sehen, alles, was hier im Hintergrund läuft, ist auf unternehmerisches Risiko von uns beschafft worden. Wir haben die Not gesehen. Die Medien haben uns gezeigt, dass wahrscheinlich die Not länger anhält. Als Unternehmer bin ich mit dem Thema so angegangen, dass ich gesagt habe, einfach machen. Ich habe Maschinen gekauft, auf mein Risiko, ohne eine Maske verkauft zu haben, habe Menschen geholt, die für mich diese Masken produzieren und habe dann für unseren jetzt Hauptkunden, die Hansestadt Hamburg, die Masken offeriert, mit Hamburg final den Vertrag besprochen, Vertrag bekommen. Und ich liefere jetzt fleißig mit ganz vielen tollen Menschen die Produkte aus. Immerhin 450.000 Schutzmasken produziert das Team nun in einer ersten Bestellung für die Hansestadt. Es ist nicht abzusehen, dass die Produktion danach wieder eingestellt werden muss. Wir haben in dem Beschlusstext heute für das Corona-Kabinett gesagt, dass wir alleine im Bereich der Schutzmasken, darunter verstehe ich die Masken von den ganz einfachen, nicht standardisierten Community-Masken über OP-Masken bis hin zu den FFP-Masken, dass wir dort einen Bedarf haben von mehreren Milliarden Stück für Deutschland innerhalb von Monaten. Der Bedarf ist also riesig. Deswegen hilft auch Deutschlands wichtigste Industrie. Die Autokonzerne spenden und stellen zugleich Teile ihrer Produktion. Im Volkswagen-Konzern laufen die 3D-Drucker auf Hochtouren. Sie produzieren derzeit aber keine Komponenten für ihre Autos, sondern stellen medizinische Ausrüstung her. In Wolfsburg zum Beispiel fertigen 50 3D-Drucker Halterungen für Gesichtsschirme. In sie werden transparente Kunststofffolien eingesetzt, sodass ein kompletter Schutz das gesamte Gesicht bedeckt. Eine Taskforce von 30 Mitarbeitern kümmert sich um die Produktion der Hilfsmittel mit 3D-Druckern, sammelt die Anforderungen, beschafft Material, koordiniert Personal und Ressourcen. Rund 250 Unternehmen Europas haben sich zusammengeschlossen und stellen vor allem die Kapazitäten ihrer 3D-Drucker zur Verfügung, mit denen man schnell und bedarfsgerecht produzieren kann. Konkurrent BMW stellt ebenfalls Ausrüstung zur Verfügung. Mehr als 2 Millionen Handschuhe und Atemmasken für Klinikpersonal übergab der Konzernchef an Bayerns Ministerpräsident Söder. Doch der Münchner Autobauer geht sogar noch einen Schritt weiter und steigt in die Massenproduktion von Atemschutzmasken ein. Aktuell sind bereits mehrere Produktionsanlagen auf dem Weg zu uns und bald können wir bereits mehrere hunderttausend Masken pro Tag produzieren. Einen Großteil produziert der Konzern freilich für den Eigenbedarf, denn wenn die Autoproduktion wieder anläuft, werden die Mitarbeiter in den Werken Schutzmasken benötigen. Überkapazitäten aber sollen Krankenhäuser und Pflegeheime bekommen. Überall am Standort Deutschland suchen Industrie und Unternehmen nach Wegen, um in der Corona-Krise selbst zu helfen. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen Teil seines Stadions zur Verfügung gestellt. Während die Liga ohnehin pausiert, werden im größten Fußballstadion Deutschlands Corona-Verdachtsfälle behandelt, sowie Patienten mit entsprechenden Beschwerden untersucht und ambulant versorgt. Der Vorteil des Stadions ist,
dass durch die weitläufigen Räumlichkeiten Infektionsketten unterbrochen werden. Die Patienten halten Abstand. Das ist wegen des großen Zulaufs aktuell in vielen Arztpraxen nicht möglich. Ich glaube, es ist an der Zeit, die so schwierig und so herausfordernd für alle Beteiligten ist, zu helfen. Und wenn wir das mit der Zurverfügungstellung des Stadions tun können, dann ist das, glaube ich, ein großartiger Beitrag, den Borussia Dortmund leisten kann. Als wir gefragt worden sind, haben wir kurz überlegt und ich freue mich, dass wir alle beim BVB relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen sind. Ja, da machen wir sehr gerne mit. Deutschlands Unternehmen produzieren gegen das Virus und auch die Forschung macht mit, so wie das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aktuell sind fast alle Mitarbeiter im Homeoffice, nur die 3D-Drucker schuften rund um die Uhr. Man muss halt ein 3D-Modell haben, das heißt, man muss in einem Computer sich die Teile gezeichnet haben, die müssen dreidimensional beschrieben sein, in allen räumlichen Akten. Wenn ich das habe, dann muss ich mit einem Werkzeug hingehen und muss dieses 3D-Modell in ganz feine Scheiben schneiden, so wie beim Gurkenschneiden, immer eine Scheibe nach der anderen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich dieses Programm auf diesen Drucker schicken. Und nach diesem Programm wird dann eben halt jede Gurkenscheibe einzeln, aufgeklebt. Und der Drucker, die meisten Drucker, die wir haben, funktionieren wie eine elektronisch gesteuerte Heißklebepistole. Da fährt einfach anstelle eines Tintenstrahlkopfes fährt dann eben halt eine Heißklebepistole hin und her. Und anstelle des Klebstoffes, den wir normalerweise kennen, wo so ein Stick dann hinten drin steckt, ist halt ein Kunststoffelement da drin. Das ist dann, läuft dann von der Rolle da durch und unten an der Düse wird der Kunststoff aufgeschmolzen und wird dann Schicht für Schicht aufgetragen, bis dann die Maske fertig ist. Mehr als 1000 solcher Gesichtsschilder hat das DLR bereits produziert. Die Europäische Kommission hat nun angefragt, ob das DLR auch Ventile für Beatmungsgeräte und Schutzmasken für den Einsatz in Krankenhäusern drucken kann. Das Thema Maske ist eben halt, das ist das, was Mund und Nase direkt überspannt und wo sie dann quasi durchatmen. Das sieht dann nicht so aus wie dieses Stück Stoff, was man sich da vor die Nase und vor den Mund bindet, sondern das ist dann tatsächlich etwas, was Mund und Nase fest umschließt und wo sie dann vor dem Mund eine Öffnung haben und da sitzt halt ein Filter drin. Der filtert dann die Luft beim Ausatmen und beim Einatmen. Aktuell sind wir dabei, bei den Masken zu versuchen, da auch eine Zertifizierung zu bekommen. Zertifizierung. Normalerweise dauert die Zulassung neuer Schutzausrüstung gut 6 Wochen. Die Bundesregierung aber hat neue Prüfregeln erlassen, sodass die Ausrüstung nun binnen 3 Tagen zertifiziert werden kann. Geprüft wird rund um die Uhr. Sogar per Hubschrauber werden Masken ins Prüflabor gebracht. Es eilt. Und die Unterschiede, wie gut die Masken filtern, sind gravierend. Wir haben ein sehr breit gefächertes Spektrum in Bezug auf diesen Filterdurchlass. Wir haben Masken, die sind wirklich sehr gut, liegen unterhalb von 1%. Wir haben allerdings auch genau das Gegenteil. Da sind die Masken sehr schlecht in Bezug auf die Filterleistung. Da liegen die oberhalb von 80%. Bei der Prüfung werden die Masken unter anderem bei 70 Grad für 24 Stunden gelagert. Auf einem sogenannten Prüfkopf testet eine künstliche Lunge die Funktion. Der Atemwiderstand darf nicht zu hoch sein, damit auch geschwächte Menschen mit Atemproblemen noch Luft bekommen. Und die Maske muss natürlich dicht sitzen. Die Anlegeprüfung ist extrem wichtig. Jedes Gesicht ist anders, jede Maske ist anders. Wir haben ja auch gesehen, dass wir den Nasenbereich nachformen. Das ist das Allerwichtigste. Da entdecken wir am häufigsten Undichtigkeiten, sodass dann der Filter seine Filterwirkung gar nicht entfalten kann, weil alles an dem Filter selbst vorbeigeht. Bereits offiziell von den spanischen Gesundheitsbehörden freigegeben sind Beatmungsgeräte, die SEAT produziert. Wo sonst Mechaniker an Autos schrauben, laufen jetzt mechanisierte Beatmungshilfen vom Band. Überall auf der Welt fehlen im Kampf gegen das Coronavirus Atemmasken und medizinische Ausrüstung. Da macht die Not erfinderisch. Die 13 Prototypen hatten die Ingenieure in nur einer Woche entwickelt und die Montagelinie in 3 Tagen umgebaut. Jetzt laufen 100 Geräte pro Tag vom Band. Bei Bedarf können die Kapazitäten auf 300 Stück täglich erweitert werden. Ultraviolettes Licht
sterilisiert die Geräte am Ende der Montage. Der Autohersteller stellt Krankenhäusern die Maschinen kostenlos zur Verfügung. Angetrieben werden sie von Scheibenwischermotoren. Das ist ein sehr einfaches Beatmungsgerät für den Notfall. Solange im Krankenhaus ein richtiges zur Verfügung steht, sollte man das benutzen. Aber wenn wir in einer Notsituation sind, wie derzeit in Spanien, und man kein richtiges mehr hat, dann ist dieses hier besser als nichts. Und jeder Arzt weiß, wie es zu bedienen ist. This is very simple to use. All the doctors now, they know how to use it. Zurück in Wolfenbüttel. Beim Likörhersteller sind inzwischen 5000 Liter reiner Alkohol abgefüllt und zum Verladen bereit. Normalerweise herrscht in diesem Bereich Hochbetrieb. Wir laden die Gabelstapler einen Laster nach dem anderen mit den berühmten grünen Flaschen. Heute bleiben die Likörflaschen leer und der Gabelstapler bringt lediglich die 5 großen Tanks in den Lastwagen für die Fahrt zum Krankenhaus. Gut 20 Kilometer sind es von der Abfüllanlage zum Klinikum nach Braunschweig. Der Lastwagen mit dem Logo des Lifestyle-Likörs ist ein seltener Anblick vor einem Krankenhaus und weckt andere Erwartungen, als dass er von Ärzten und Apothekern in Kitteln und mit Mundschutz sehnsüchtig empfangen wird. Doch es sind außergewöhnliche Zeiten und deswegen liefert Jägermeister nun Alkohol als Grundlage für Desinfektionsmittel aus. Das Team der Klinikapotheke macht sich sofort an die Arbeit. Noch auf der Rampe wird der Alkohol in 5-Liter-Behälter zur Lagerung umgefüllt. Das ist geeignet für die sogenannte hygienische Händedesinfektion. Das heißt, das reicht für die meisten Schritte auch im Krankenhaus aus. Es gibt eine Ausnahme, das ist die sogenannte chirurgische Händedesinfektion. Da muss man noch eine andere Stufe Desinfektionsmittel einsetzen. Aber für die meisten Schritte in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Arztpraxen und in Krankenhäusern auf den Stationen ist das Mittel für die hygienische Händedesinfektion ausreichend. Und ich denke, dass das in den nächsten Wochen und Monaten auch so weitergehen wird. Wir werden die Lücken, die die professionelle Desinfektionsmittelindustrie sozusagen hinterlässt, weil sie eben nicht so schnell hochfahren konnte, wie das in der Krise nötig gewesen wäre, die füllen wir im Grunde genommen mit diesem Puffervorrat, den wir hier produzieren. Die Bilder erinnern eher an ein Feldlazarett. Was aussieht wie das Starterkabel einer Autobatterie, erdet die 1000 Liter Tanks. Sonst könnte es zu einer statischen Aufladung kommen und es würde auch hier Explosionsgefahr bestehen. 50.000 Liter Alkohol stellt der Likörproduzent zur Verfügung. Dort reicht das für eine Woche Likörproduktion. Und im Krankenhaus? Der standardmäßige Verbrauch des Klinikums Braunschweig pro Monat ist 3.000 Liter. Das heißt, in einem normalen Jahr würden wir knapp 40.000 Liter benötigen. Das heißt, wir würden eigentlich ein gutes Jahr normalerweise klarkommen. Aber Sie wissen, es ist kein normales Jahr und es kommen noch ungeahnte Herausforderungen auf uns zu. Wir kalkulieren jetzt mit 6 bis 8 Monaten. Aus Teilen der Lieferung stellt das Klinikum in der eigenen Apotheke noch hochwertigeres Desinfektionsmittel her, fügt Wasserstoffperoxid hinzu, damit es dann auch bei Operationen eingesetzt werden kann. Für den Apothekenchef ist klar, diese Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir gehen davon aus, dass wir das wirklich noch über einen längeren Zeitraum benötigen. Entscheidend ist der Punkt, an dem es entweder ein Medikament gegen Covid-19 gibt oder eine Impfung. Und da das durchaus alles erst im nächsten Frühjahr der Fall sein kann, muss man sich theoretisch schon auf ein Jahr einstellen, zumindest als professionelles Gesundheitsunternehmen. So denken offensichtlich viele Menschen. Deswegen sind die Auftragsbücher voll bei Textilfirmen, die ihre Produktion umgestellt haben. Doch man muss wissen, die meisten stellen lediglich einfache Mund-Nase-Behelfsmasken her. Diese sind nicht für den Einsatz im medizinischen Bereich zugelassen und nur ein Bestandteil im Schutz vor Corona. Typische Bekleidungshersteller verkaufen ihre Masken. Was sie aber korrekt machen, sie schreiben immer beim Verkauf hin oder auf ihren Webseiten, unsere Masken sind nicht geprüft oder zertifiziert. Also die halten sich komplett an die Regeln, was ich auch gut finde. Und dann kann ja der Käufer entscheiden, wie er damit umgeht. Man schützt damit sein Gegenüber. Es ist ein Zeichen von Respekt sozusagen, dass man eben den anderen nicht gefährdet. Und wenn zwei so eine Maske tragen in einem Raum, dann gefährden sie sich gegenseitig deutlich weniger, als wenn man keine Maske tragen kann. So viel kann man mit Sicherheit sagen. Für den medizinischen Bereich sind natürlich andere Masken erforderlich. Da reden wir über professionellen Mund-Nasen-Schutz mit einem Rückhaltevermögen von 95. Und wir reden über FFP2-Masken oder auch FFP3-Masken. Und das ist der Bereich, wo gerade ein globaler Handelskrieg entbrannt ist. Von diesem Handelskrieg wollen Unternehmer wie Jörg Zimmer nach der Corona-Krise profitieren.
Er hat bereits weitere Nähmaschinen bestellt und auch einen deutschen Lieferanten für das dringend benötigte Vlies gefunden, welches in Atemmasken eingenäht werden muss, damit diese den Träger und seinen Gegenüber schützen. 450.000 Masken hat die Hansestadt Hamburg bislang bestellt. Wenn die 450.000 Masken für die Hansestadt fertig sind, freuen wir uns natürlich, wenn wir weiter produzieren dürfen. Wir freuen uns sowieso, wenn wir weiter produzieren dürfen, weil wir gigantisch tolle Leute gefunden haben, die es eigentlich verdient haben, in Deutschland Masken zu produzieren, auch andere Dinge zu produzieren, wenn man uns dann arbeiten lässt. Also alles, was ich hier habe, sind tolle Menschen, die wirklich Tag und Nacht gewillt sind, zu helfen. Und ich möchte denen eigentlich über dieses ganze Maskenthema eine Zukunft geben. Die Bundesregierung hat dafür gerade den Weg geebnet, indem sie auf die aktuellen Engpässe reagiert. Es gibt finanzielle Zuschüsse für Firmen, die in die Produktion investieren, und Abnahmegarantien bis Ende 2021. Unser Ziel muss doch sein, dass wir uns ausreichend mit diesen Masken versorgen können. Im Augenblick werden etwa 90% der Masken in Asien produziert. Das ist ein Hinweis darauf, wie sich die Dinge derzeit verteilen. Und wenn es uns gelingt, diesen Prozentsatz sichtbar und deutlich zu reduzieren, haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Und sobald die ersten Engpässe überwunden sind, wird es den Menschen nicht nur wichtig sein, irgendeine Maske zu haben, sondern eine besondere. Gut zwei Wochen müssen Kunden auf eine solche warten, wenn sie diese in der Krawattenmanufaktur Auerbach bestellt haben. Für den Geschäftsführer gehört eine Maske in diesen Tagen auch ohne Tragepflicht zum guten Ton, zeugt von Respekt und schützt, wenn man sie richtig trägt. Zuerst das Gummiband hinter die Ohren und dann verteilt man die Maske im Gesicht. Also bis über die Nase, bis unten und das Kinn, sodass hier alles abgeschlossen ist und die Tröpfchen tatsächlich in die Maske gehen. Das, was man zum Atmen braucht, ist leider nur hier oben, aber dadurch, dass die Duft von oben angesogen wird, ist es doch sehr angenehm. Safari, Coffee to go oder Balla Balla heißen die Masken. Eine kostet 18 Euro. Tausende Bestellungen sind eingegangen. Handgefertigt werden sie auch per Hand eingetütet und verschickt. Für Jan-Henrik Schäper-Stuke steht fest, die Maske wird in diesem Frühjahr zum modischen Accessoire. Und da schadet es nicht, wenn diese auch zur Krawatte oder zur Fliege passt.